Auch einen Tag nach dem schrecklichen Flugzeugunglück bei Rivenich im Kreis Bernkastel-Wittlich, bei dem 4 Menschen starben, geht die Suche nach der Unfallursache weiter. Teile der Tragfläche der Cessna hängen nach wie vor in etwa 10 Meter Höhe in dem Strommasten, gegen den der Jet prallte. Erst nachdem ein Kran den Hochspannungsmast gesichert hat, konnten die Ermittler der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung mit den Arbeiten beginnen. Von unserer Seite aus muss sorgfältig dokumentiert werden, die Situation insbesondere im Cockpit. Da geht es um bestimmte Schalterstellungen, geht um bestimmte Anzeigen, geht womöglich um bestimmte Navigationsgeräte, die wir vielleicht noch auswerten können, um noch weitere Daten zusammentragen zu können. Wieso die Maschine so niedrig flog, ist noch völlig unklar. Auch warum der Pilot bei dichtem Nebel den kleinen Flughafen ansteuerte, der sonst nur bei guten Sichtflugbedingungen angeflogen werden darf, müssen die Ermittlungen zeigen. Was wir derzeit nur wissen, ist, dass es sich um einen Geschäftsflug handelte, der aus England kam und auf dem Weg nach Föhren war. Der Pilot hatte sich zuletzt vom Instrumentenflug abgemeldet und hat das letzte Stück der Strecke nach Sichtflugregeln absolviert auf dem Weg nach Föhren, hatte sich aber nach dem gegenwärtigen Stand noch nicht in Föhren angemeldet. Warum er dann so tief geflogen ist und ob es letztlich tatsächlich auf die schlechten Sichtverhältnisse zurückzuführen ist, das werden die Untersuchungen erst ergeben. Derweil bleibt die Kreisstraße 41 zwischen Rivenich und Selem voll gesperrt, da der Strommast so stark beschädigt ist, dass er einzustürzen droht.